So, da sind wir wieder. Und ich hoffe, dass es jetzt alles klappt, weil ich bin gerade am Rendern und das Video wird hier noch bei Elgato verarbeitet und ich nehme gleichzeitig auf. Ich hoffe, das bringt mein Computer nicht zum Sterben. Ah, hey, du bist nur Fun. Ach, guck mal, Porenta. Hat auch eine Weiterentwicklung jetzt hier bekommen. Ich weiß gar nicht, bin ich hier richtig? Dann funktioniert dann derzeit etwas langsamer. 2 Stunden. Werde ich doch keinen Partner hochbekommen, bevor ich zur Schule muss. Knapfe. Und Flammrad. Ah, der Panzerschuss gemacht, ne? Ja. War dumm. Sehr schön. Käferbiss. Das ist doch etwas, was ich will. Hätte ich mal Pokémon doch nur eine Beere gegeben, als es nicht gut um seine KP stand. Normalerweise entwickeln sich aber Käfer-Pokémon schnell. Thermoport, was ist da los? Bin ich jetzt richtig gelaufen? Es folgt nun eine Demonstration der Pokémon, die ich höchstpersönlich großgezogen habe. Yay. Knollnase. Theresa. Sollte dich mal heilen. Ja komm, Freudi. Erstmal paralysieren. Ich habe nur männliche Pokémon. Oh, der Schaden. Ja, natürlich 2-mal getroffen. Einmal mehr hätte ja nur gereicht.
Natürlich zweimal getroffen. Einmal mehr. Hätte ja gereicht. Das ist eine Arbeitsverweigerung hier. Ja, sehr schön. Sehr schön. Funkensprung. Ich glaub's ja nicht. Er lernt endlich meine etwas bessere Elektroattacke. Frubeiler. Ja. Ticken wir, ist ja klar, wie wir da reinticken, oder? Ich war mir nicht sicher, welche Attacken ich am besten verwenden sollte. Andere wären ganz gut gewesen. Meine Partner-Pokémon habe ich auf eine ganz besondere Weise trainiert. Das wirst du gleich sehen. Velosi. Angst, dass es ein Kampfattacke ist. Aber wenn du schon Flauschigkeit hast, dann wird dir das jetzt richtig wehtun. Rassler. Ja, komm, das könnte Zickzack hinkriegen. Trotz der wenigen KP. Ah, nee, ist ein Feen-Pokémon jetzt, ne? Ah, fuck, ich dachte nur um Psycho. Ja, damit war's das. Ich hab den Feentypen vergessen. Hat das dann noch sehr effektiv? Nö, aber macht doch nicht so viel Schaden. Ich weiß nicht mehr, ob Psycho halt war, deshalb musste ich gerade. Rommel. Sag mir was. Ach, das war's. Really, Nigga. Ich hab das Wort nicht gesagt. Sondies. Pokémon sind Lebewesen. Man kann sie nicht zwingen, so zu werden, wie man das möchte. Bravo. Das ist eine Züchterstation, hä? Das ist ein Taxi. Ja, ein Taxi. Ich habe ein Ei gefunden, bin damit rumgelaufen. Jetzt ist auch aus dem Taxi geschafft. Ich möchte, dass du es trainierst. Das ist ein schockierend putziges Pokémon. Das Gift aus dem Giftsack in seinen Körper sondert es über die Haut ab. Berührt man es, bekommt man einen lebenden Schock verpasst. Gibst du sie einen Pokémon, kannst du sie... Achso. Ja, nee, will ich nicht. Du bist eine Heilerin, oder? Oh, ja. Ich hab gehofft, du bist eine Heilerin.
Wahrscheinlich werden gleich meine Pokémon geheilt, deshalb setze ich jetzt auch alles ein, damit es dann so sinnlos wie möglich ist. Okay, hier ist das Kamerateam. Ole, 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 ole. Hey du da, wir haben über die Brücke. Wir wollen über die Brücke, aber wir haben keinen Bock zu latschen. Lass mal den Fahrer rüberwachsen, und zwar Dadi. Wenn am Rad können wir den anderen Arena-Challenger prima den Weg abschneiden und dann heißt es, ihr könnt nach Hause fahren, ihr könnt nach Hause fahren. Das ist doch Wahnsinn. Ihr habt ja noch nicht mal einen Rotom, um das Fahrrad in Betrieb nehmen zu können. Hilfe, die wollen mir mein Fahrrad klauen. Bitte, du musst etwas gegen diese fiesen Diebe unternehmen. Verpasst in deine Abreibung. Clown? Wer hat denn was von Clown gesagt? Wir wollen uns das Rad bloß borgen, um damit ein paar Arena-Challenger umherzuschleichen, bis sie viel zu erschöpft zum Kämpfen sind. Aber du kriegst jetzt erstmal in einem Kampf so ordentlich auf die 12. Ole, ole, ole. Hey, ich hab immer noch einen Zigzag. Bleiben jetzt erstmal bei Thermopod, weil es müsste sich hier, glaube ich, bald entwickeln. Bei Käfer-Pokémon. Außerdem haben wir eine Käfer-Attacke. Ach, guck mal, Gaunax. Gauner. Nicht mal schlecht. Und tschüss. Ah, ui. Easy. Zickzacks. Der lernt sogar von selbst eine andere Rakete. Ach, weißt du was? Komm, besser als Sandwirbel. Das war kein Step, aber dann habe ich auch was gegen Undicht-Pokémon mit Zickzacks. Das ging da hinten los. Hey, wir wollen doch nur ein Fahrrad haben. Komm uns ja an, hier eine Quere. Und vor allem, bevor das Video fertig gerendert ist. Und Elgato. Iris. Ja, Volltreffer. Ja, klasse. Oh, der Damage ist nicht schlecht. Ja, schaffst du mir? Auch nicht wenig. Okay. Nimm mal, Body. Tja, das klingt für dich. Aussetzer. Gold, die Level 21. Du bist einfach zu stark. Wie soll unsere Favoritin da die Arena-Challenge gewinnen? Nur eins, wir müssen dich noch weiter sabotieren. Wart's nur ab. Wow, du bist echt der Wahnsinn. Und sehe ich deinen Pokédex, dann kann Rotom ja auch nicht weit sein. Weißt du was? Bevor diese Typen von Team Yell hier wieder aufkreuzen und mir mein Rad klauen, schenke ich es einfach dir. Für Rotom gibt es nichts Tolleres als Motoren.
Deshalb schürfen sie sehr gerne in allerlei Geräte, die einen Motor haben. Das hat mich auf eine Idee gebracht. Was, wenn ich mein Fahrrad mit einem Motor ausstatte? Und siehe da, es ist sofort hineingeschlüpft. Du siehst noch ziemlich skeptisch aus, aber kein Problem. Mach doch einfach mal eine Probefahrt. Ich wünsche dir und deinem Rodon viel Spaß mit dem neuen Fahrrad. Worauf wartest du noch? Steig schon auf. Rodon kann es sicher kaum erwarten. Ein Fahrrad mit einem Motor, in dem sich Rodon befindet. Dank des Rodon-Turbos erreicht das Fahrrad absolute Spitzengeschwindigkeiten. Augenblick, ich lese dir ein paar Zeilen aus der Bedienungsanleitung vor. Drücke den Plusknopf oder den Minusknopf, um mit dem Rodon-Fahrrad zu fahren. Alter, ist das schnell. Sie sind ganz schön miese Fans, wenn sie anderen Leuten schaden, nur um ihre Favoriten zu helfen. Das stimmt eigentlich mit Team Yell nicht. Ah, verdammt. Ah, okay. Dann ist wieder voll aufgeladen. In der Ferne kann man das Stadion von Claw City sehen. Bald wirst du auch dort kämpfen. Da bist du ja, Yuri. Einen Schritt näher und du musst gegen mich kämpfen. Nur so als Vorwarnung. Du hast also auch Lust auf einen Kampf, hä? Jetzt, wo wir beide den Pflanzenorden haben, sind wir keine Anfänger mehr. Aber das höchste Eisenbahn, dass wir beim Training auch einen Gang höher schalten. Du hältst mich nicht vorher. Ich hab gepokert. Egal, du bist nicht hängen geblieben bei der Verarbeitung. Am Ende der Verarbeitung auch nicht. Das ist ja krass. Wie spät haben wir es denn jetzt? 5:54. Noch eine Dreiviertelstunde. Los, Zickzacks. Dann zeig uns doch mal, was du dir einen Ordnung auch wirklich verdient hast. Ja, nicht mit diesem Pokémon. Oh, kommt mein Waggon zum Einsatz. Ich finde den Namen cool, Waggon. Machen wir Fels hoch, komm. Das macht halt echt viel Schaden. Zweimal. Alles klar. Ich verstehe schon, Waggon. Du hast keine Lust. Das ist doch wohl ein Fluch. 2 bis 5 Mal kannst du treffen. Ja, sieht Waggon genauso. Zickzacks Level 19, Region Level 22 und kann Level 22. Sehr schön. Ach, nee. Piccolo. Ja, dann bleiben wir doch dabei. Doppelkick, das ist okay. Aber Waggon hat echt viel KP. Ich habe ziemlich viel von den Matches meines Bruders gelernt. Das ist doch unglaublich. Wie oft wirst du das noch sagen? Das lese ich nicht mehr vor. Schade, ich hätte jetzt gerne den Anstieg des Sets gehabt. War alles getan. Geht noch. Wow, ehrlich, du setzt die Feuerattacke ein. Obwohl, ist neutral, ne? Kann man machen.
Ja, müssen wir uns also gucken, den nehmen, das noch hier Power hat. Yeah, 18 KP ist nicht mehr nett. Wieso? Ist immer noch nicht die Wechselwirkung drauf, hä? Au. Termpot Level 22. Balkon Level 22. Ja komm, Voldy, das schaffst du. Ich hoffe es. Mein letztes Pokémon, aber ich darf jetzt nicht in Panik geraten. Ah, abgewehrt, alles klar, das wird wehtun. Eine Paralyse wäre jetzt eigentlich sehr krass, sehr schön gewesen. Fixer, okay, sehr effektiv. Level 22. Damit sind alle bei mir Level 22. Kannst du stärker sein als ich? Ich habe doch einen Pflanzenorden, genau wie du. Verdammt, ich habe gehofft, es entwickelt sich was. Du wirst immer besser, Yuri. Aber ich lass nicht locker und trainiere weiter. Heil mich. Heil mich. So, weiter bekommen. Als nächstes kämpfe ich mit Kate vor die Wasser-Arena-Leiterin. Heil mich. Du bist ein Arschloch. Oh, ein Abwehrfehler. Wie geil. Ja, da fahren wir mal kurz zurück. Ich muss mich heilen. Sind wir zum Glück nur 10 Kilometer. Ich habe in der Kritik gelesen, dass man alle zwei Runden Kämpfe ungefähr geheilt wird. Habe ich irgendwie nicht das Gefühl gehabt bis jetzt. Man wird oft geheilt, aber jetzt hier sah es ja schon sehr knapp aus, muss man ja sagen. Also, das sind noch ein paar Superbälle, ha? Ja, komm, gib her. Ja, 20 Tränke, soll ich schicken. Frag mich. Ah, okay, man kann das System nicht bescheißen. Ich dachte, ich habe, wenn ich vom Fahrrad absteigen will, draufsteige, habe ich die Aufladung komplett wieder und kann wieder Gas geben. Zickzacks haben wir noch an erster Stelle, ne? Ja. Alle außer sich, das sind Level 22. Das ist cool. Und natürlich auf die Stärken auszubauen. Die Schwächen kann man ignorieren. Ja, warte ab. Kikugi. Pflanzen-Pokémon. Ja, komm, da können wir doch was Effektives einsetzen.
Oh, sie schlechter Schaden. Tackle. Tja. Komm, 3 Treffer. Jawohl. Wenigstens du kannst sowas. Neu. Ah, das kann wehtun. So, Spezialangriff sinkt, das heißt, ein Windschnitt macht mich jetzt nicht mehr K.O. Und somit kann ich drinnen bleiben, wenn es wehtun wird. Und kann es mit Stammhauke besiegen. Schade. Ich akzeptiere meine Niederlage, aber ich lasse mich nicht davon runterziehen. Sag's nicht weiter, aber ich lasse mir bei der Arbeit gerne von meinem Pokémon helfen. Eieieiei. Angestellte Tanja. Funkel. Giftkampf. Da sollte ich mich verpissen. Wen wollen wir? Ja, der Einzige, der wirklich Sinn macht, ne? Verhöhner, alles klar. Ich darf 2 Attacken nicht hintereinander einsetzen. Zweimal die gleiche Attacke nicht hintereinander einsetzen. Egal, Glück erregelt. Sehr effektive, durch Item verstärkte Flugattacken. Level 23 und 6 ist Level 20. Oha, jemand, der mehr drauf hat als mein Pokémon, das wiederum mehr drauf hat als ich. Geradax. Und Zigzags bekommt. Geradax hat jetzt auch eine Weiterentwicklung in diesem Spiel. Das ist so richtiges Unlicht-Design. Mit seiner langen Zunge provoziert es seine Beute, bis diese vor Wut kocht. Danach rammt er sie mit voller Wucht. Ah, sogar eine Attacke. Nachtdieb. Oh, Nachtdieb ist gut. Nachthieb ist gut. Physische Unlichtattacke. Tipps für Trainer. Pokémon mit Aura sind etwas stärker als gewöhnlich und sie hinterlassen Watt, wenn sie besiegt werden. Anscheinend beginnt man ihn umso häufiger, je mehr Pokémon man fängt. Kirten. Wasser. Okay. Sechs Uhr. Oh Mann. Zocker-Session schon fast wieder vorbei, ey. Es tut mir außerordentlich leid, aber der Liga-Präsident ist wirklich sehr beschäftigt. Bitte respektieren Sie seine Privatsphäre. Und gewähren Sie ihm nun ein wenig Ruhe. Na schön, dann auf Wiedersehen. Bis bald hoffentlich. Hey, bleibt doch noch ein bisschen. Ich gebe gern noch ein paar Autogramme. Ihr könnt sogar meine Ligakarte haben. Wechseln Sie. Nehmen Sie mir die Frage nicht über, Olivia, aber müssen Sie so streng mit meinem Fan sein? Immerhin sind sie es, die uns zu dem machen, was wir sind.
Ich weiß genau, wie wichtig Fans sind. Aber wenn Sie Ihre Fans behalten wollen, müssen Sie ab und zu auch ein bisschen arbeiten. Präsident. Präsident Ross, wenn Sie sich... Okay, ich weiß nicht mehr, welche Stimme ich für was. Wenn ich Sie irgendwie entlasten kann, müssen Sie es mir nur sagen. Wer warst du nochmal? Bettis ist mein Name, Herr Präsident. Ah ja, Bettis, das wusste ich natürlich. Du hast dich ganz schön gemacht, seit ich dir damals dieses Pokémon gegeben habe. Du gehörst zu den Favoriten der diesjährigen Arena-Challenge. Aber die beiden Trainer, die eine Empfehlung vom Champ bekommen haben, stehen auch hoch im Kurs. Ich sehe es als große Ehre, dass Sie mir eine Empfehlung geschrieben haben, Herr Präsident. Ich werde Sie nicht enttäuschen, verlieren ist keine Option für mich. Doch nun werde ich Sie nicht weiter Ihrer kostbaren Zeit berauben. Entschuldigen Sie mich. Oh, wenn das mal nicht Yuri ist, ich bin schon sehr gespannt, was du so drauf hast. Was hat der gute Dame vorhin dir gesehen, als er dir eine Empfehlung geschrieben hat? Hey, mir kommt gerade mal wieder eine meiner hervorragenden Ideen. Du wirst sicher als nächstes Kate-Herausforderung, richtig? Was hältst du hiervon? Deswegen in Case-Orden zu kämpfen, laden Olivia und ich dich zum Essen ein. Das wäre bestimmt eine gute Gelegenheit, um einander besser kennenzulernen. Verzeihen Sie, Russ, aber die Zeit drängt. Streng dich schön an, ja? Alles, was du tust, formt die Zukunft der Galar-Region. Der Liga-Präsident davor im Restaurant Wellenflucht zu speisen. Du bist eingeladen, zu uns zu stoßen, sobald du den nächsten Orden errungen hast. Ja, da will mir das Spiel doch sagen, dass ich direkt zu dir Orden soll. Und das werden wir jetzt noch machen, weil ich will noch, bevor ich zu meiner Berufsschule muss, einen Orden haben. Ein Meer. Und da das offensichtlich Wasser ist, ist doch eine super Gelegenheit, um unseren Voldy zu leveln. Dann findest du dich bei den Leuchtturm. Geh einfach von hier aus Richtung Meer. Der Leuchtturm ist... Wieso können die nicht einfach da warten, wo sie hingehört? Dies ist eine Statue der Pokémon, die das ja auch noch den Löchern beschützt haben. Ach, hier ist er ja. Du bist ein Arena-Challenger, stimmt's? Naja, schließlich bist du einer der beiden Arena-Challenger, die Darien höchstpersönlich empfohlen hat. Das hat dich unter den Arena-Leitern zu einer kleinen Berühmtheit gemacht. Wir wissen alle über dich Bescheid. Hier, du Nachwuchs da, damit du auch über mich Bescheid weißt. Wollen wir dann zum Stadion? So sehr ich es liebe, in Ruhe zu angeln, jetzt habe ich richtig Lust auf einen Kampf. Auf zum Stadion! Dann kann ich doch wieder Geradax nach hinten packen. Und Voldy nach vorne. Sehe ich da eine Angel? Ein passionierter Angler wird diesen Ball zu schätzen wissen. Hier nimm, Tauchball. Ach, Köderball, verdammt. Mit dem Köderball gehen die Pokémon, die du geangelt hast, leichter ins Netz. Ein absolutes Muss für Liebhaber von Wasser-Pokémon, schon faszinierend. Was soll das in deinem Pokéball steckt, oder? Ich glaube, das richtige Timing ist für die Dynamaximierung entscheidend. Wenn Casey einsetzt, sollte man sich überlegen, mit welchem Pokémon man die Attacken ihres Dynamax-Pokémon abfängt. Warum müssen wir unbedingt ein Rätsel lösen, um gegen die Arena-Leitern kämpfen zu dürfen? Schätze, als Pokémon-Trainer muss man auch als Säub eines Kampfesköpfchen beweisen. Hallo Arena-Challenger, möchtest du dich jetzt an unserer Arena-Mission versuchen? Ja, darf ich dich dann zuerst bitten, deine Uniform anzuziehen? Deine Umkleide ist gleich da drüben. Direkt die nächste Arena. Sehr close aneinander. Oh, die Uniform steht dir ausgezeichnet. Dann mal auf mit dir zur Arena-Mission. Übrigens kannst du während der Mission nicht auf deine Pokémon-Boxen zugreifen. Das wär's ja auch. Bei der Arena-Mission des Kirtenstadions musst du den Weg durch dieses beeindruckende Wasserlabyrinth finden.
Wie du siehst, werden einige der Wege durch Wasserfälle blockiert. Du fragst dich sicher, wie du die bloß überwinden kannst. Wenn du dort drüben auf den roten Schalter drückst, findest du das sicher schnell heraus. Damit wäre eigentlich schon alles gesagt. Es kann losgehen. Auch von her und zu Schnurrbart. Willkommen im Kittenstadion. Bereit für eine Nasenabkühlung? Gleich passen Wasserattacken auf dich ein. Es wird ein spannender Kampf. Kanon. 10 KP, das ist okay. Ach, das hat sich gereimt. Noch paralysiert. Das ist natürlich ungünstig für dich. Mein Voidi macht das. Ja, mein Checkhawk und ich sind wohl... Oh, verdammt. Nicht gelesen. Sorry. Na, gegen dich will ich kämpfen. Mit den Knöpfen kannst du das Wasser stoppen, aber du musst dir dabei auch über die richtige Reihenfolge Gedanken machen. Ein Arena-Trainer, Claudia. Krabbi. Na, okay, nicht so schön wegen dem Funkenkrung, weil es jetzt weniger Schaden macht, aber. Obwohl, die kriegt das schon hin. Viel schlechter, als ich gedacht habe. Du bist auch physisch. Ja, komm. Härtner. Härtner. Volltreffer wäre jetzt schön. Ah, Paralyse. Das ist auch in Ordnung. Ach, das gibt's nicht. So knapp. Na gut, sie macht Härtner. Guck mal, jetzt Wangenkuppler. Das sollte hoffentlich reichen. Trotz der 5 Härtner. Krebscore. Hubstrahl. Und ja, kein Problem. Unser Voidi schafft das. Ich hätte mir mehr Gedanken über die richtige Reihenfolge meiner Attacken machen sollen. Ja. Hätte aber auch nichts genützt. Na. Supertrank. Und voll heilen. Alle ungefähr jetzt im gleichen Level, das ist doch schön. Huch, du hast es bis hierher geschafft? Und jetzt willst du auch noch gegen mich kämpfen?
jetzt hier nicht her, um dich anzuschauen, Friederike. Ah, mein Alarm geht gleich an. Das wollen wir nicht. Das wäre zu laut. Aus. Und Funken springen wir es. Treffer. Hättest du jetzt zweimal Würfel eingesetzt, wäre es besser für dich gekommen. Du 21 für Fleck Leon und für Voidy. Kamee Hubs. Ah, das tut weh wegen Titankiefer. Na, perfekt. Wollen nicht mal heilen jetzt. So. Ja, bei deiner Stärke ist kein Wunder. Entwickelt sich immer noch nicht. Ich hätte es gedacht, weil die ist wie Fritze Blitz Level. Ach nee, 24, ne? Den deaktivieren. Verdammt. Muss ich doch hierhin zurück, um den roten zu aktivieren. Den hier aktivieren kann. Moment, was? Moment, ich bin verwirrt. Was? Ah, okay. Ich muss erst unten. Okay, verstehe. Geschafft. Auf ins Stadion. Du hast die Arena-Mission erfolgreich abgeschlossen. Willkommen, Arena-Challenger. So sieht man sich wieder. Tut mir leid, dass du mich vorhin extra suchen musstest. Meine Mission hast du ja ruckzuck bestanden, wie ich sehe. Sie ist nicht gerade leicht, also musst du ein ziemlich helles Käppchen sein.
Aber wirst du auch schlau genug sein, gegen die Flut meiner Angriffe anzukommen? Kate fordert dich heraus. Baldini. 3 Pokémon. Hi, viel Schaden. Sehr viel Schaden. Sehr schön. Durch die Paralyse kann ich mich jetzt einmal heilen. Ich kann dann, wenn es hoffentlich jetzt sogar paralysiert ist, mich angreifen kann. Schade. Leider nicht mit vollem KP rein. Ach, schon wieder durch. Schade. Pokémon habe ich noch. Das Beste kommt zum Schluss. Carmine. Verwandeln wir das Stadion in ein Meer. Deine maximiere dich. Ich habe gehofft, dass mein guter Hund schneller sein wird. Das kann jetzt alles sehr doll wehtun. Okay. Das ist ganz schön schmerzhafte Attacken.
so kann. Physischer Angriff, da bringt leider nichts. Wenn ich die Ballung nicht gesenkt habe. Das wird jetzt alles sehr doll wehtun. Ja, und das hat mich gewonnen hätte. War abzusehen. Ich hab ein Beleber noch, ne? Alter. Kling ist halt echt ein krasser Tackle. Ach so, du bist sogar. Wird immer noch schneller als man wollte. Holy shit! Ja, und das wird safe keine Kaltklinge überleben. Zehnmal Kalklinge, also von daher muss ich jetzt leider wirklich dagegen stallen. Oder hoffen, dass es mal jetzt auch paralysiert ist. Dass ich da mit einem Pumpensprung ein bisschen Schaden machen kann. So zum Beispiel. Klinge, wieder auf 18 B runter, 16 sogar, Verteidigung sinkt, das bedeutet, dass der nächste Angriff mich wahrscheinlich sowieso killen wird, außer es ist jetzt, zwei Runden paralysiert, dann kann ich sogar gewinnen. Nee, das wird nicht. Das haben wir verloren. Das haben wir verloren. Das war nicht so optimal. Haben halt leider zwei Pokémon, die echt schwach gegen Wasser sind. Und die anderen drei machen nicht viel gegen Pflaster-Pokémon. Aber ist okay. Ist jetzt nichts Schlimmes. Das heißt, jetzt einfach nur noch mal ganz kurz trainieren. Oh. Oh. Alles klar. Ich habe sowieso das Gefühl, dass es sich auf Level 24 entwickelt und das wäre eigentlich, glaube ich, ganz von Vorteil. Psiagon. Psiau. Vorentwicklung von Psiagon. Wir gucken, ob meine Theorie mit Level 34, stimmt. Level 24.
So. Man könnte auch Pokémon fangen. Boah, ihr seid echt arschlangsam. Wirklich arsch langsam. Level 24, 21, Level 23. Okay, keine Entwicklung. Ich habe den Eintrag nicht vorgelesen. Ich hätte gedacht, dass es sich wirklich entwickelt wie Frisseblitz. Ja, das war so, wir haben leider verloren. Weil die schon scheiße langsam ist. Ich glaube, ich werde die ersten beiden Pokémon mit was anderem machen. Und dann könnte ich mit einem guten Gewitter das Vieh auch besiegen. Aber das ist beim nächsten Mal, weil ich muss mich jetzt fertig machen für die Schule. 6,5 Stunden, Alter. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Das andere Video ist noch am Rendern. Ich verabschiede mich. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, Leute. Tschö mit Ö. Tschö mit Ö.